Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge. Es ist gerade Sturm. Und wir müssen gucken, dass uns hier keine Dinos abhanden kommen. Bisher lief es eigentlich ganz gut, müsste auch gleich wieder vorbei sein. Eventuell. War gerade auf dieser Karte, weil hier sieht man sehr gut, wenn hier was falsch läuft. Der repariert es auch schon wieder. Und der Sturm ist schon wieder vorbei. Sehr gut. Bin, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ich wollte ja, normalerweise war mein Plan, dass ich in dieser Folge schon auf die Isla Tacaño, heißt sie, glaube ich, möchte. Aber ich möchte die Sterne hier ein bisschen hochtreiben und ich weiß nicht wie. Ich habe jetzt mir überlegt, eventuell gehen die hoch, wenn meine Tiere eine höhere Bewertung hätten. Deswegen überlege ich gerade. Was war jetzt schon wieder? Achso, Moment. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle erstmal das Welt zumachen. Dann habe ich mir überlegt, dass ich Dinos verkaufe und freilasse mit einer höheren Bewertung. Jetzt muss ich mal gucken. 47? Außerdem sterben die ja auch irgendwann. 47, 58. Nee, da wollte ich nicht hin. Moment. 47, 58. Ein Guanodon. Genom modifizieren. 47, 58. Das bleibt bei 59. Geh mal hoch. 60. Wenn nicht, wir haben ja Geld. 62. 64. Die Lebensfähigkeit geht halt dadurch runter, ne? Wenn nicht, müssen wir es einfach ein bisschen probieren. Es ist schon auf 70. Das ist ganz schön wenig. Da kann es auf jeden Fall schief gehen. 71. Boah, 67. 71. Aber das sind halt dann klasse Dinos, ne? Ich teste einfach mal. Wenn nicht, müssen wir halt zwei oder dreimal brüten und müssen dann gucken. 53. Okay, ich glaube, das müssen wir ein paar Mal machen. Das kann mit Sicherheit falsch viel schlagen, weil es ist knapp über die Hälfte. Aber ich würde das einfach mal hoch probieren wollen. Ja. Und wir kriegen ja immer was zurück. Ich meine, wir haben ja Geld. Und ich würde es wirklich mal testen wollen. Wir haben da, die Erfolgsrate. Kann ich die nochmal reinmachen? Deckt das dann? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß halt nicht, ob das, wie das ist, eventuell kann es, wenn es jetzt halt immer unter 60% liegt, zum Beispiel jetzt, dass es dann nie geht. Das weiß ich halt nicht. Aber normalerweise, wenn man so ein Genom findet, heißt es immer, die Hälfte wird ja, da steht, glaube ich, immer, da kommt immer so eine Meldung, lebensfähiges Genom entdeckt. Also müsste es ja eigentlich schon mit 50 gehen. Eigentlich. Und bei dem würde ich jetzt einfach die Färbung ändern. Dauert bei dem jetzt wahrscheinlich wieder ewig,
bis es geht. Hey, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ja. Ich sehe gerade, dass der hier stackt tatsächlich. Weil hier stand er vorhin noch 20. Jetzt steht 40. Stackt tatsächlich. Okay, dann brauche ich aber zuerst den Heli. Das kann ich machen. In 3 Minuten keine Gäste durch Fleischfresser. Das kann ich machen. So, warte mal. Hier. Dann betäube mal die beiden hier. Dann muss ich die verkaufen. Das ist schön. Wo wie die Leute hier in Scharen, kommen die noch alle vom Schutzraum? Strömen da ja immer richtig raus. Weil was ich mir gerade gedacht habe, wir brauchen für Isla Muerta Ost bei Muerta 4 Sterne. Das ist ja Sandbox hier. Isla Takano 3. Mission auf Muerta Ost. Ja, da gehen wir als nächstes hin. Isla Pena 3 Sterne. Ach da. Okay. Alles klar. So, das haben wir. Dann bewegen. Du. Verkaufen. Und du. Verkaufen. Wie viele Dinos habe ich denn hier drin? Okay, es sind ein paar mehr. Huayango. 41. 2 Huayango, ne? Beide 41. Genau, modifizieren. Geh erstmal ganz hoch. 45. Also ist es da egal. Da ist immer 47. Da war nix. 48. 50. Weg. So, ihr seid fertig. Ich skippe das jetzt mal. Wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen, wie die Dinosaurier rauskommen hier. So, ihr müsstet dann weg sein, ne? Okay. Ist es schon hoch? Ein paar Prozent. Ich muss Ihnen wohl gratulieren. Jetzt ist wer runter. Das mache ich hiermit. Hammond. Ja, dafür müsste ich erst. Jetzt ist es wieder hoch. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil er ganz alleine war, ne? Das kann sein. Weil die brauchen. Ich weiß gar nicht. Brauchen die zwei? Naja, es würde auch einer gehen. So, jetzt versuche ich. Warte, ich brauche. Nochmal euch. Muss ich gucken, dass ich die richtigen. Huayango. Am Halt. Im Grasland. Da steht nichts. Da stehen die Voraussetzungen, was sie brauchen, aber nicht, was ich habe, ne? Steht, glaube ich, nicht da. Ich glaube, das sehe ich auch nirgends, oder? Zum Einsammeln des Produkts unterwegs.
Wo ist der andere? Ah ja, warte. Müsste auf 40 gehen, oder? Ach nee, erst bei denen, wo ich dann neu mache wahrscheinlich, ne? Oder? Jetzt steht 40, ja. Das geht nicht mehr für den, der schon ist, sondern für jeden neuen. Okay. Der ist bald fertig. Dann brauchen die zwei. Weiß ich leider gerade gar nicht mehr. Zeig dich mal kurz. Okay, ach, du gehst noch raus. Ja, okay. Na, da wollte ich eigentlich gar nicht. Kapazität. Dinosaurier-Sichtbarkeit ist gut. Nahrungsbewertung, Getränkebewertung. Was kann ich denn da machen? Nahrung und Getränke. Huch. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie diesen nächsten Auftrag annehmen sollten. Aber nur ein Narr würde ihn sich entgehen lassen. Mach das mal bitte nicht. Weil ich hab noch was in der Pipe stehen. Das möchte ich dann auf der neuen verkaufen. Deswegen kann ich die jetzt nicht machen. Das könnte ich höchstens dann, hätte ich höchstens für später machen können. So rum. Meine Güte. Warte mal, lass mal kurz gucken. Schutzraum, Kraftwerk. Schutzraum, Schutzraum. Souvenir, Kleiderladen, Fastfood. Da haben wir Essen. Lass mich mal kurz. Ich meine, da mache ich halt voll viel Gewinn, ne? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich habe die für 14 Dollar. Wenn ich hier runter gehe, dann gehen ja mehr Leute hier rein. Warte mal, wo war ich? Irgendwo da hinten, ne? Da haben wir nicht so viele Leute. Wenn ich jetzt hier runter gehe, dass ich, sag mal, so. Das ist Fastfood-Restaurant. Kann ich hier noch irgendwo? Souvenirladen, Fastfood, Spielwaren. Ich habe hier nichts zum Trinken, ne? Ich habe hier nur. Ne, hier geht nichts mehr hin. Wie weit kann ich hier? Hier kann ich noch ein bisschen. Ist aber doof, wenn ich ein Restaurant gleich neben einem Fastfood mache. Das ist komisch. Hier geht nichts hin. Wie geht hier was hin? Ah, gucke. Die geht dann mitten rein. Aber das ist auch nahe am Restaurant. Am Fastfood, sag ich schon.
Wir könnten es höchstens mal testen. Ach komm, verlieren können wir nichts. Spielwarenladen. Da gehen zum Beispiel auch wenig rein, aber da gehen auch so wenig rein. 41, 40. 43. Ja. Mache ich zwar wenig Gewinn, aber... Das wird nicht höher mit der Gastzufriedenheit, ne? Aber wir haben in der Gesamtwertung schon mal... Symbol, weiß ich nicht. Was wollte ich jetzt machen? Nahrung und Getränke. Da gibt es auch keinen Reiter, ne, der... Weil noch 24, ne? Aber höher war es noch nie. Höher war es noch nie. 371. Hier hat ein Restaurant nie funktioniert. Souvenirladen, Schutzraum. Da hinten habe ich, glaube ich, keins. Da geht keins mehr hin, ne? Hier ging es noch nie, außer es würde jetzt gehen, da hier gerade diese Station ist, glaube ich aber nicht. Oder es würde eher in Fast Food gehen. Finde ich, mache ich mich in der nächsten Folge wirklich mal nach Takano oder Takanio. Takanio heißt es, glaube ich. Takanio hat er gesagt. Dahin und mach erstmal da weiter. Vielleicht muss ich dann auch die Gastzufriedenheit. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, ob das an den Dinosauriern liegt. Also dann hätte ich gesagt, dann mache ich ja mal neue Dinosaurier rein, die vielleicht dann interessanter sind, aber. Lassen Sie sich in unserem neuen Restaurant verwöhnen. Ich lasse es jetzt mal so und guck mal, was hier passiert. Mal gucken. Ach, nein. Nee, aber dann würde ich sagen, mache ich wirklich... Kann ja hier auch nirgends klicken, damit man sieht, was los ist. Spaßbewertung. Kann ich eventuell... Ich weiß halt nicht, ob das blöd ist. Wir da hinten noch ein Gehege hinmachen? Aber das ändert ja nichts an der Zufriedenheit von den Gästen. Hier ist ja... Geht ja hier um
Nahrung, Getränke, Spaß, Einkaufsbewirt. Mach das mal so niedrig, dass es die Höchstanzahl ist. Gehen noch mehr Leute rein. Das ist jetzt erstmal 4000. Dann geht zwar mein Gewinn runter, aber ich will es jetzt mal testen, ob das daran liegt. Noch tote Dinosaurier. Und ihr habt Hunger, ne? Wo ist denn der Tote? Warte mal, ich fütter. Ja, ich fütter hier erstmal auf. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Der ist dann woanders. Reagiere auf Nachschubanfrage. Und bist du da hinten? Nee. Unterwegs zur Futterstation. Dann ist er hier irgendwo. Nein? Doch hier. Ach, den muss ich ja abholen lassen. Stimmt. Kann ich gar nicht mit dem machen. Dann füll Fahre du zur mal auf. Futterstation. Nee. Das brauche ich. Produkt wird eingesammelt. Nachschubanfrage bestätigt. Durch den Ranger, ne? Die Sinoceratopse mögen das gar nicht gerne. Wirst du schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Nachschubanfrage erhalten. Darf einfach mal du machen. Kylosaurus. Möchte noch eine haben. Ankylo. Ja. Modifizieren. Achso, das habe ich schon, okay. Da habe ich schon einen guten, ne? Zusammengestellt.
In der Wissenschaftsabteilung steht Ihnen eine neue Gelegenheit zur Verfügung, wenn Sie Interesse haben. Und das sollten Sie. In Kleiderladen finden Sie immer das Richtige.
Ich war kurz gemutet, weil ich husten musste und hatte vergessen, die Mute-Taste wieder zu drücken. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal von mir was gehört habt. Ich habe nur mit mir geredet und drüber lamentiert, dass das hier nicht höher geht, wie 52, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich schon gemutet war, als ich hier das Restaurant weg habe und einen Kleiderladen hingebaut habe. Aber auf jeden Fall meinte ich, gerade eben, dass wir es vermutlich so machen, dass wir jetzt dann in der nächsten Folge rüberwechseln. Nach Takanyo. Da dann weitermachen. Und dann müssten wir eventuell, ich weiß nicht wann, also ich könnte nachgucken, aber warte mal, sieht man das? Sieht man bestimmt irgendwo in der Forschung, ne? Wir bekommen hier ja so Spielhalle, Fossiliengebiet, wir bekommen eine Bar, wo wir trinken können. Ich meine, wo gibt es Getränke sonst noch? Also wir haben noch sehr viel zu machen und vielleicht können wir dann später was tauschen. Sodass wir da dann vielleicht höher kommen in der Bewertung. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Von daher würde ich dann in der nächsten Folge rüberwechseln und wenn wir dann mehr haben, würde ich nochmal hier hinkommen und gucken, ob wir das schaffen. Weil momentan weiß ich echt nicht, woran ich noch schrauben soll. Ich kann auch nirgends mehr was hinstellen oder wo was umstellen, weil ich fast keinen Platz mehr habe. Und ja, das ist knapp über 50, aber dann geht's wieder runter. Das ist irgendwie... Ich schaffe noch nicht mehr. Also dann würde ich für die Folge Schluss machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann husche ich rüber nach Takanyo. Und dann, ich werde wahrscheinlich zwischen hier und Takanyo oder zwischen Isla Matanzeros und Takanyo hin und her switchen, weil es da sehr, sehr schlecht aussieht und wir fast kein Geld haben. Wir brauchen Geld zum Wiederherstellen. Also da werden wir auch vermutlich ein bisschen rumschrauben müssen. Daher sage ich schon mal ciao. Ach, das sind Felsen. Ich dachte schon, das ist irgend so ein Schmutz. Ein Dreckhaufen. Also dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.